My man Maib. Yes, bro. Ready for the challenge? Ready, bro. So, wir sind jetzt hier an einem Ort, wo wir ein Privatfitnessstudio, das jemand sich erbaut hat während der Corona-Zeit, wie so viele da draußen. Und ich habe das einmal besucht und gesehen, dass sie da ganz besondere Schätze haben. Er selbst ist ein ziemlicher Hardcore-Athlet und wir werden heute mal versuchen, 57,5 Kilo Kurzhanteln zu stemmen. Nur. Ja, mal sehen, ob wir das überhaupt schaffen und die rausbekommen, weil das ist ja so das Ding dahinter. Jetzt werden wir uns erstmal einen Booster reinziehen und da habe ich natürlich was Schönes vorbereitet. So, hier haben wir die Booster Station. Alles da, ein paar Carbs, Kreatin, EAAs, natürlich Geschmack und, wie es sich gehört, immer dabei. Und davon werden wir uns jetzt bedienen und uns mal erstmal unseren Booster mischen. Und dann sollten die 57,5 gar kein Problem mehr sein. Maib, du kannst dich gerne schon bedienen. Was hättest du denn gerne drin? Also eine Schelle Arginin wahrscheinlich, ne? Arginin, ja. Wie sich das gehört. Also Arginin für dich, für den Pump. Zack. Und für mich auch. Fällt nicht. Wie sich das gehört. Citrullin. Auf jeden Fall. Natürlich ist er dabei. Citrullin, da sagt keiner nein. Ich bin Fan von Citrullin, ne? Also ja, wer nicht? Ja. Wenn man Pumper ist, das sieht aus wie Waschmittel. Auf jeden Fall. Glutz. Glutz, auf jeden Fall. Glutamin. Ja. Einmal Glutamin für den Herrn. Tyrosin. Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein Grämmchen. Genau. So, da muss man immer so ein bisschen schätzen, dass ein Grämmchen ist. So. Kribbeln? Auf jeden Fall. Kribbeln. Betalamin fällt mir nicht. Ja. So. Das ist für die Jucke. Ja. Koffein, wow, ein minimal. Minimal, das heißt minimal wird für dich wahrscheinlich so 2-3 Gramm. Ja, 2-3. Nee, zwei Gramm. Wir nehmen dann mal hier, so. Ich glaube, das würde mir reichen. Genau. Ja. Die nehme ich auch nur, das sollte reichen. Was? Kreatin? Kreatin auf jeden Fall. Wer sagt denn da nein? Niemals. Niemals. Schelle Kreatin. So, brauchst du ein paar Carbs? Das ist Carbo. Ja. Nein, danke. Brauche ich auch nicht. Danke. Habe ich gerade so gut, ne, gegessen. Geschmacksrichtung? Auf jeden Fall. Welche nimmst du denn? Möchtest du Multivitamin? Boah, ich wollte gerne. Banana Strawberry? Banana Strawberry. Iced Tea? Iced Tea? Nein, nein, nein. Das andere. Red Orange, Goji Berry. Red Orange. Red Orange for you. I like orange. And you like blau. Iced Tea. Ah. Du suchst blau, ne? A Waldmeister. Oh, da sag ich nicht nein. Gut. Gib ihm. So. Deine ist grün und meine ist. Das sieht doch nach einer Plörre aus, die man genießt. Auf die 57 Kilo. Boah, 75. Oh. Boah. Ternin? Ternin? Frag ich das gar nicht erst. Nie. Bitte. Okay. Ah. Die habe ich nicht als Pulverform. Die kann man sich aber als Pulver da reinmischen, wenn man die Kapseln wegmacht. We'll be right back.
Heute befinden wir uns in einer privaten Kraftschmiede. Anders kann man es nicht nennen. Ist so während der letzten 2,5 Jahre entstanden. Quasi als die Fitnessstudios alle einen Stich gelassen haben und geschlossen waren, hat sich das hier jemand privat aufgebaut. Und da der selbst zu den schwereren Athleten gehört, das merkt man auch direkt an den Gewichten und am Equipment. Nun ja, haben wir jetzt mal eine Herausforderung angenommen. Wir versuchen mal als mehr Hämpflinge in dem Bereich hier, vor allem wenn man hier trainiert, dann merkt man es immer, da hängen wir ganz schön hinten dran. Versuchen wir heute mal den Challenge, die 57,5. 57,5, ja. Rein abgewogen, keine 60er, ja? Nein, perfekt. 57,5 Kilo Kurzhanteln im Bankdrücken zu meistern. Ihr wisst, was das Schwierige daran ist, dass meistens die erste Wiederholung das überhaupt rauszuheben. Danach, ach, da schmeißen wir das an die Decke, kein Problem. Aber erstmal so weit kommen. Und deswegen wird sich jetzt ordentlich aufgewärmt, Schultern ordentlich aufwärmen und dann langsam rantasten bis zu 45 Kilo Aufwärmgewicht. Und dann schauen wir mal, ob wir es überhaupt hinkriegen. Und ihr könnt jetzt schon mal Wetten abschließen, schaffen wir das überhaupt? Nein. Oder? Ist ja. Ich sag es. Okay, die Wetten liegen hier eindeutig gegen uns. Was sagt das Volk? Schaffen wir es? Nein, niemals. Nee, du musst dich jetzt festlegen. Gibt es ein Ja oder gibt es ein Nein? Okay, wir haben da ein paar, die zu uns halten. Das ist wenigstens motivierend, auch wenn sie vielleicht nicht ganz ehrlich sind, aber wir versuchen es mal. Jetzt wärmen wir uns erstmal auf und dann schauen wir weiter. Hier gibt es auch jede Menge interessantes Equipment. Das werden wir gleich mal nutzen, um die Brust direkt ein bisschen weiter zu trainieren. Und wir werden euch mal zeigen, was das Spezielle daran ist. Zum einen werden wir jetzt auf einer speziellen Bank, einer Fettpad. Auf einem Fettpad trainieren. Das ist ein bisschen breiter und dadurch sind die Schulterblätter etwas mehr stabilisiert. Und dann werden wir gleich eine, wie nennt sich die? Das ist eine Footballbar. Eine Footballbar benutzen fürs Bankdrücken, Langhandelbankdrücken. Das wird eine sehr rudimentäre Einheit heute für die Brust. Also nichts mit Spielereien und Isolationsübungen und chirurgisch fein. Nee, wenn dann brutales Gewicht heute. Aber jetzt erstmal ab zum Challenge. Und natürlich versuchen wir uns ein bisschen zu schützen. Ich habe hiervon so ein paar Ellbogenschoner bekommen von Kevin Gebhardt von Climax. Da könnt ihr euch die auch bestellen. Einfach nur, damit die Ellbogen ein bisschen mehr geschützt sind. Fuscherei ist es noch nicht. Und natürlich haben wir auch dann Handschuhe und Grips und sowas alles. Wir versuchen es mal damit. Ja, von dir. Ja, ja. Und ja, ein bisschen. Ja. So, konzentrier dich. Bau schon mal vorher Spannung in den Schultern auf. Ah.
ich versuche mal. Okay, okay, ich schmeiß die weg. Fuck! Ja, gut, dass die Matten da sind. So, Climax ist an. Okay. Ja. Ja. Komm. Schon ein bisschen Butterfly hier vor. Sechs. Mindestens. Komm. Ja. Easy. Zwei, komm. Drei. Vier, komm. Noch drei. So, mal die Haltung und die Form außen vor gelassen. Von der letzten Wiederholung, die muss ich mir mal noch angucken auf Kamera. Immerhin hat es mit der ersten geklappt. Das war der Challenge. Und damit bin ich hier von 20 Trainierenden in diesem privaten Gym sicherlich auf Platz 19 und habe mir damit einen Ehrentitel verdient. Jetzt machen wir noch ein bisschen weiter mit den Kurzhanteln. 45 und runter, easy weight. Und danach gehen wir mal an die Football Bar und probieren mal, wie das damit ist. Das fühlt sich richtig leicht an jetzt, ne? Oh ja. Ach so, ich denke schon, ja. Jetzt vielleicht sogar am Wochenende schon. Muss mal gucken, ich habe jetzt 4 auf Vorrat. Ja, ich schicke dir den Link einfach zu, sobald ich da komme. Ach so, wenn ich hier Details aufnehme, ich wollte es ein bisschen aufnehmen. Wahrscheinlich das hier nicht, ne? So, einmal im Club der 52er, nee, 57er. Ist das, was ich jetzt mache mit den 45ern, unter Cardio betitelt. So, jetzt kommt noch ein spontaner Satz mit diesen, wie nennen sie sich? Slingshots. Slingshots tut man sich rum und dadurch wird das Gewicht besser verteilt. Das heißt, hier unten, da wo man sonst schwer hat rauszukommen, hilft das ein bisschen nach und oben hat man dann wieder das komplette Gewicht drauf. Ich habe es mal gerade damit ausprobiert und jetzt schicke ich mal den Mike vor, damit er euch das ein bisschen zeigt. Hat auch was. 15 Wiederholungen will ich sehen. Oh, das 20. Du hast jetzt so lange Pause gehabt, 15 Wiederholungen sollten drin sein, oder? Mindestens. Denk dran, Mike. Du machst dich hier lächerlich, wenn du jetzt keine 50 schaffst. Alle lachen dich aus. Und die hier ist aus Plastik, die wiegt eh nichts. Die ist normale 20 Kilo, 20, Olympia. Ja. Insgesamt 120 Kilo. Ja. Siehst du, Mike, easy. Du wiegst okay, jetzt so, auch okay, um die 120. Oder muss ein bisschen höher. Ho. Ja. Okay. Etwas über den Ellbogen. Die Brust gehen, genau. Ja, ist natürlich, umso mehr Volumen du hier im Oberkörper hast, desto besser dann auch noch. Ja. Der braucht schon eine größere Nummer, der Junge. Ja, komm, ich will was sehen. Ist ja gut jetzt. Reicht.
Passt. Du hast das nie gebenutzt. Die wissen das. Komm! Oh. So, hier, Mittelfinger oder Ringfinger. Dödel ins Gesicht. Mann, mach dein Dümmel von meinem Mist weg. Bereit? Okay, ich versuch. 3, 2, 1. Ja, ich finde einfach schade, dass die einfach nicht gehört haben. Komm mal. Gut. Sehr schön. Hammer. Und Bounce. Alles alleine, Hammer. Komm. Oh. Easy. Oh, fuck. Siehst du, nur halbwegs lächerlich. Oh. War nur ein bisschen zu ängstlich. Wie oft habe ich ihn noch nicht gehört? Er will aber nicht hören. Selber schuld, würde ich sagen. Die hattest du? Auf den Schwielen liegen. Und, 15? Ja. 15? Nee, ich habe gerade schon. Aber komm, was ist das? Sind das immer noch 120? Ja. 120. Bimmel. Ich muss mal mich vorher aufwärmen. Das fühlt sich komisch an. Du musst hier näher kommen. Genau. Ich muss dir den Bimmel in deine Nase. Tu deinen Penis weg. Ready? 3, 2, 1. Gibt's. 10. Gibt's, ja. 9. 8. Ja. 7, komm an. 6. 5. 4, komm an. Sehr schön. 3. Easy. 2, komm an. One more. Easy. Yep. Come on. War einfach. Bleib erstmal so. Mal die nächsten Gewichte ran. Jetzt muss Gewicht für die Erwachsenen ran. Das ist eine 100 Kilo Hantelscheibe. Jetzt hast du das Gewicht gezeigt. Ne? Also der Maib, der hebt auch Front 100 Kilo. Ist kein Ding für ihn. Sieht das dumm aus. Kilo? 57. Wir hatten schon unser Highlight für heute. 57er. Okay, come on. 3, oh, bin ich weit weg, ja. 3, 2, 1. Easy. Sieht so aus. Bevor die Wände an der Seite. Irgendwie sieht das komisch aus. Also das Verhältnis stimmt halt einfach gar nicht. Aber das selber ist Sicherheit, ne? Das kommt nicht. Ja. Gut. Come on. Two. Ja. One. Das heißt, dann könnte ich das ja auch. Das wäre ja eigentlich ein FTA. Das kann ich auch kein Ton. Wollt ihr heute keine Musik fallen oder was? Siehst du, jetzt geht's. Ist eh nur Holz, komm. Alles alleine noch? Okay. So, und ihr seht, jetzt kommt zum Schluss noch das Ganze mit der. Oh, da hinten! Mit der Footballbar. Heißt, perfekt dafür gemacht, dass man hier zum einen ein bisschen breiter greifen kann. Das ist die eine Sache, aber hauptsächlich, dass man schräg greifen kann. Was wesentlich besser ist für die Schultern. Deswegen habe ich eine kleine Anekdote auch mitbekommen. Nennt sich das die Footballbar, weil das erfunden wurde für Footballspieler, die sowieso teilweise
Probleme haben mit den Schultern und dann nicht in diese Überstreckung gehen sollten. Und das zeigt euch da draußen auch nochmal, wie ihr es nicht machen solltet, nämlich wirklich die Schultern viel zu weit oben zu haben, sondern selbst mit einer Langhantel, wenn ihr so eine Gerätschaft nicht habt, was die meisten Fitnessstudios nicht haben, dann trotzdem ein bisschen weiter runter zu gehen und so ungefähr auf die 45 Grad zum Torso zu kommen mit den Ellbogen. Wir machen das Ganze jetzt hiermit, wahrscheinlich im mittleren Griff. Ja, genau. Mittleren Griff und machen damit jetzt nochmal 4 Sätze. Dann war es das auch schon für heute. So viel Gewicht haben wir schon lange nicht mehr verloren. So, ich habe mir sagen lassen, die selbst wiegt die Stange um die 13 Kilo. Genau 13? Ja. Den aber nimmt es immer sehr genau. Der wiegt alles grammgenau ab. Selbst wenn er mal im McFit ist, hat er immer seine Waage dabei. Da wird nicht geschummelt. Und jetzt haben wir hier insgesamt dadurch 103, weil wir 90 Kilo draufgetan haben. Und laut meiner Rechnung wären das dann um die 103 Kilo. Die wiegen auch genau 15, ja? Da lässt er sich nicht lumpen. Aber wenn jetzt der Plastikverschluss drankommt, was dann? Dann liegt es mehr. Oha. Also dann haben wir doch wieder so um die 130 Kilo drauf. So muss ich das jetzt greifen hier, ne? Nein. Oh mein Gott. Macht hier keine Fehler, also nicht hier greifen und auch nicht umgekehrt, ja? Sondern so, dass ihr mit dem Ellbogen hier ungefähr runterkommt. Wie den Hantel. Und dann sieht das auch vernünftig aus. Aber dann müsst ihr aufpassen, dass ihr das schön in der Mitte greift, damit ihr da nicht zu sehr rumbalancieren müsst. So, und wenn ich irgendjemanden jemals erwische, der mich dahin supporten will, dann wäre das auch ganz nett. Du hast nur ein neues Ding dabei. Okay, komm. Das ist aber jetzt sehr eng, habe ich das Gefühl. Na gut. You ready? Ich weiß es nicht. Fühlt sich ziemlich komisch an. 3, 2, 1. Oh. Boah. Guck mal. Easy. Oh. Ja. Uiuiui, das ist schon schwer zu halten. Zwillinge. Ja. Also. Das müsst ihr wirklich genau in der Mitte halten. Und da muss man sich, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Vor allem für Leute, die so zaghafte Zahnstocherhandgelenke haben wie ich, die nicht für den Sport gemacht sind, könnte das auch noch schwerer sein. Also da sind so Baumstumpfhandgelenke schon ein bisschen besser für. Muss man sich aber vielleicht einfach dran gewöhnen. Konntest du das direkt von Anfang an oder musst du dich auch dran gewöhnen? Ich fange mit der leeren Stange an. Siehst du? Aufwärmen. Und jetzt mittlerweile hat er schon 5 Kilo pro Seite nach 2 Jahren Training damit. Aber das ist natürlich nichts für mich. Muss mal. Ich stabilisiere am Anfang mal ein bisschen mit. Und dann erst dann. Genau. Ready? Yes. 3, 2, 1. Oh, sieht gut aus. Viel besser als bei mir. Cardio heute, ne? Mach trotzdem ein bisschen langsamer. Mach's dir selbst ein bisschen schwerer. Wie war das mit den gelben Ab? Was hast du jetzt davon? So, ihr seht, Malik ist beim Cardio angelangt. Aber der macht auch jetzt mittlerweile zwischen seinen Sätzen so die 22 Minuten Pause. Danke, Mike. Ich fühle mich sehr sicher in deiner Obhut. Oh! Ich wünschte, ich hätte einen Trainingspartner. Das ist das Blumenwissen. Okay, komm mal. 3, 2, let's go. Ah ja. 15. Do you want to move? No. All right. 15. Oh. Und, war besser? War viel besser.
Bisschen langsamer. Gut. So, wir haben hier auch Thors Hammer gefunden. Ja. Damit kann man sowas wie Frontheben machen. So, also versuch's einfach nur vor dir hochhalten. Mach dein? Das war schon. Nö, du machst einfach nur, mach einfach nur so. Damit kann man richtig gut Nägel reinhauen. Einfach nur fallen lassen. Ist ja easy, Mann. Ich glaube, schwer wird es fürs Handgelenk und für die Unterarmmuskulatur, wenn du den dann irgendwie so hochkommst. Mach nicht schwieriger, Junge. Wäre cool, wenn man Zeit macht. Man kann nicht hin. Aber nicht für dich, da machst du dich ja lächerlich. Ja. Du bist ja nicht mal im 57er-Club und dann willst du jetzt einen auf Zeit machen. Ich wollte schon hier zurückkommen und dann die 57 nehmen und so hast du den. Weit. Ich muss jetzt weg. Du musst weiterreden. Nee, ich rede überhaupt nicht. Wir gucken angespannt zu. Du musst das eh vorspulen hier. Du hältst ihn zu lange. So, und jetzt langsam anfangen, den vorderen Delta zu entlasten und mehr mit dem Nacken zu ziehen. Du sollst ihn hochhalten. Mann, ey. Was soll das denn? Halt den jetzt mal hoch. Was bist du denn für einer? Kannst du nicht meinen Hammer auch. Wenn der Muskel übersäuert, ist es vorbei. Ah, gut. Und den vorderen Delta hast du ja auch schon ein bisschen berührt. So, aber wenn du das öfters machst, dann kannst du auch bald die 150er nehmen. Ah ja? Ja, nicht fürs Frontheben, aber zumindest fürs Frontheben. Den Arm nicht hängen lassen! Sehr schön. Ihr seht, er geht nicht auf Full Range of Motion. So, das war unser kleiner Ausflug hier. Kleiner. Und ab jetzt wissen wir, es gibt definitiv eine Grenze zwischen uns. 57er Club kommt noch irgendwann dahin. Nun ja. Ich glaube, wir skippen heute das Beintraining heute Abend. Vielleicht. Auf jeden Fall. Mal sehen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Challenge wieder und dazwischen vielleicht auch mal ein paar andere Videos. Wir haben gerade schon die Frage bekommen, ob wir überhaupt auch richtig trainieren. Eigentlich sollten wir das vielleicht mal machen. Gut. So, das war's von uns. Wer mehr davon sehen möchte, sagt gerne mal Bescheid. Wenn ihr Fragen dazu habt, wo man so ein Equipment bekommt, stellt sie ruhig, die Fragen. Vielleicht können wir sie euch beantworten. Und ansonsten, ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Eure Gutti. Ja, ja.